Hallo Freunde und Freunde der Sonne. Ja, hier ist mal wieder der Henner für euch. Ich wollte mal einfach nochmal ganz toll Hallo sagen und ich dachte mir, jeder weiß ja, dass ich eine hohe Stirn habe. Ich habe eine hohe Stirn, aber keine Glatze. Und jetzt frage ich mich, soll ich lieber eine Glatze machen? Weil im Endeffekt ist es ja. Es ist ja bis hierhin ist nichts hier. Ich könnte immer eine Mütze aufziehen, so könnte ich, aber müsste ich nicht. Aber das sieht auch blöd aus. Also dachte ich mir heute, ich rasiere alles ab. Und darum wollte ich halt eure Meinung mal wissen. Soll ich komplett, soll Henna eine Glatze machen? Und ja, und ich bin halt so ein bisschen unschlüssig. Weil. Noch nie gehabt, ne? Glatze und so. Und darum wollte ich halt einfach euch fragen. Ja. Ja, und dann, ich kündige nochmal nur an, ab morgen kommt ein GTA 5 Roleplay-Server on, der sich gewaschen hat. Ich habe da Alpha-Zugang. Eine Woche läuft da Alpha. Und danach können die alle drauf. Und ich bin ja offiziell jetzt als Streamer angenommen worden und bin mal gespannt. Das Forum verlinke ich mal in der Beschreibung. Ja, mein Kater Sam hat sich gut eingelebt, frisst mehr als ich, weil Donauwelle am Morgen kommt auch nicht gut. Dann lieber Kaffee. Das war jetzt keine Produktplatzierung, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ich habe das jetzt nicht gekennzeichnet, aber. Das ist nur ein Kuchen gewesen, also selbst gemacht. Ich verkaufe den ja nicht, ne? Das wollte ich nur sagen. Und ja, ja, wie gesagt, das Videoziel war jetzt einfach mal einfach an euch gerichtet. Henna, Glatze, ja oder nein? Darum, bis zum nächsten Mal. 8 Millionen Jackpot. 8 Millionen, Alter. Ey, was würde ich mit 8 Millionen machen? Mann, da würde ich immer ein schönes Schmandschnitzel essen mit Pommes und Kroketten und Salat und ein schönes Alster trinken. Würde ich machen. Ja, ist einfach so. Ja, die nächsten Videos auf meinem Kanal werden jetzt nicht diese sein. Gott sei Dank, oder? Das wäre ja schlimm, weil dann hätte ich wieder Hater auf meinem Kanal. Nee, es werden wieder. Super Highlights sein von einem GTA 5 Roleplay Server mit Ingame Voice, wie Task Radio von Arma gesehen. Aber wie gesagt, seid gespannt. Und ja, also, hot oder top? Oder Haare färben? Oder eine Mütze tragen? Das ist halt die Frage. Schreibt mir mal in die Kommentare, ich will es mal wissen. Schönen 1. April und schönes Wochenende, meine ich, ne? Tschüss.